Dann bauen wir mal heute weiter mit dem nächsten tollen Event. Hey! Hey! Also du willst das bestimmt nicht hören, aber... Lass mich raten. Die Quali steht an. Du verdienst nicht genug, Speedy. Also mach schon, geh Geld verdienen. Und jetzt probiere ich den neuen Burrito-Laden aus. Tschüssi! Ha, als hättest du meine Gedanken gelesen. Ernsthaft? Abgesehen vom Burrito. Ich probiere nämlich einen neuen Ceviche-Laden in der Innenstadt aus. Bye! Weil ich glaube nicht, dass wir die 177 brauchen, weil wir müssen gucken, was der Motor kostet. Wir können jetzt ja einen kompletten Motor einbauen. Halt ich für Gerücht. So, Event. Den Skyline Sprint. Klar, hallo hat mal eben A268. Ja, nee, ist klar. Nee, da brauchen wir gar nicht drauf zu achten. Vergiss es, das bringt mir überhaupt nichts. Das brauche ich nicht zu fahren. Ich hätte gern ein paar Events, lieber guter Tess. Schwere 8, ah. Wir haben ja kein Geld, das ist das Problem. Wir haben gerade die komplette Kohle. Der Fall. Ja, gut, ich habe ja hier noch einen A, ne? Ich habe ja den Eclipse noch. Ja, sonst müssen wir nochmal den Stromkanal fahren. Weil das Event brauchen wir gar nicht anzugehen. Dafür sind die So, jetzt haben wir nochmal 250 gewonnen. Ja, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen was anderes Events fahren. Wir können jetzt nicht. Ich habe leider gar keine Möglichkeit, jetzt irgendwas anderes zu machen. Das Auto wechseln. So, wir fordern die Justiz heraus, wie auch immer die heißt da. Und fahren noch mal ein bisschen in den Stromkanal, den kennen wir ja, die Strecke. Ich hätte gerne ihr Auto. Bist du bereit? Was kaufe ich mir zuerst von deinem Geld? Darauf habe ich gewartet. So, wir jagen jetzt hier mal durch. Wir kennen die Strecke, ja. Achtung, das LPD ist auf der Jagd. Zentrale, ich fahre den Street Racern hinterher. Wollen wir die Wette vergessen?
Ja, ich muss mein Auto natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, also ein bisschen. Wir müssen jetzt in der Akura ein bisschen stehen lassen, weil wir müssen jetzt erstmal Kohle verdienen. Das ist erstmal. Das glaube ich ja weniger. Aber in diesem Ring kann natürlich alles passieren. Wir haben es ja bei einer letzten Folge selber erlebt. Ja, das ist jetzt. Ja, zu viel zum Thema. Ach, geh mich auf den Sack jetzt erstmal. Ich hab's mir jetzt selber verbrockt, Mann! Wenn du das Rennen locker gewinnst und dann nicht vorbeikommst, weil die Säcke dir die ganze Zeit nicht ausbremsen. Keine Sorge, ich habe nur einen Fehler. Ich bin in die falsche Röhre reingefahren. Ich dachte, das übernimmt der trotzdem. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit, ja. Ich hab's mir nur gerade ein bisschen selber. Keine Sorge, ich nehme mir das nicht übel. Aber das, ne? Was? Okay, du hast das also schon mal gemacht. Wie soll ich sagen? Zentrale, nehmt Verfolgung wieder auf! Noch bin ich unbesorgt. Die Streife hilft euch aus! Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da diesmal die richtige Röhre treffe, nicht, dass ich mir das Rennen wieder verbaue. So, diesmal haben wir es. Oh ja. Du bist ja sogar letzter geworden. Aber gut, wir haben so Asi halber weggedreht, ne? Bitte halt. Weil die mir aber ein bisschen auf die Nüsse ging. So, was haben wir hier als nächstes? Der Fall. Haben wir das Geld dafür? Ja, ne? Hätten wir theoretisch. Wie läuft Speedy? Weil der scheint heute besonders gut drauf zu sein. Dann fahren wir den Fall. Das wird nicht zu einfach.
Das war Chefe vorbei hier. Ihr zwei mit euren Drecksmuskelkars, ne? Dann bist du nicht, was? Achtung, ich versuch jetzt mal was. Naja, was denn? Scheiße. Es ist keine Schande, gegen mich zu verlieren. Das war dann irgendwie so ein bisschen Karma. Was, Schick von Verpass? Was, Schick von Verpass? Ja, das ist wurde ich von der Ray sogar noch überholt, von dem scheiß Mercedes. Mit der scheiß G-Klasse. Ja, den Fehler habe ich gemacht. Das war das Karma. Ich habe den ein bisschen weggedreht und bin dann quasi neben die Dings gefahren. Aber alles ist gut. Passiert. Soll durchaus vorkommen. Starten wir es nochmal. Sollte es ja auch noch einen Punkt stärker, schwächer als das von Justicia. Ich will den Akura ja langsam aufbauen für das Event. Ja, für das Dings-Event. Für die Qualifikation. Aber leider haben wir halt. Müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Jetzt haben wir die Schüsse. Jetzt haben wir. So, ich versuche jetzt gerade mich ein bisschen abzusetzen, damit's. Aber die werden eh wieder drankommen, die Olle. Hier habe ich mir eben das Rennen ein bisschen versaut. Diesmal habe ich den Punkt getroffen. Weg vom ersten Platz. Halte ich für ein Gerücht. Straße. Nein! Mein Geld hoffentlich schon abgezählt. Nein! Nein! Ich hab das Ding noch sowas von einem Griff gehabt. Du hast den Ziel verpasst. Schenk da mal dem Gegner den Sieg. Mann, die hätte ich haben müssen, das Ding. Weil die Karre da mit ins Rutschen gekommen ist. Sonst hätte ich das Ding locker gewonnen. Du hast das Ding so im Griff gehabt, oder versaut dir echt so ein Ding? Oder kommen die noch zu zweit an dir schön vorbeigeschissen? Ich freu mich schon drauf.
dich aufgepasst. Geh mal weg. Ja, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Senkel mit deinem Scheiß. So, diesmal nicht. Mir Lake Shores Elite eine Show. Ihre Verfolgung auf. Das ärgert mich gerade. Das Ding. Ich habe normalerweise kein Problem damit zu verlieren, wenn ich weiß, dass es verdient war, wie im ersten Rennen. Aber wenn ich natürlich so ganz knapp, so eine knappe Scheiße noch verliere. Weil ich bis ins Rutschen komme und das Ding verliere, und ich verpasse das Ziel am Ende kurz vor mir, vor zum Ziel, das Ding ja verpasse. Das Rennen gewinnen, nicht gewinnen. Ärgert mich das gerade so ein bisschen. Aber okay, der Fairness halber müssen wir tatsächlich auch noch sagen, wir haben das erste Quali, wir haben die erste Qualifikation sowieso nur dadurch auch gewonnen überhaupt. Ja. Sonst hätten wir die erste Quali auch neu fahren müssen. Also nur so, gerade mal nebenbei. Im letzten Rennen nämlich, wer sich daran erinnert. Das war mir fast klar. Trickskopf. Das war mir so klar, dass der... Oh, der NPC, der muss auch noch mit. Ey, ich hab keinen Bock auf dieses Scheiß-Event. Das kann nicht sein. Egal was ist, du verlierst so kurz vom Ziel. Ey, aber du bist ja noch 6. oder 7., weil die dir alle noch vorbeigefahren sind. Weil dieser Scheiß-NPC mir vor die Karre fährt. Ey, du hast fest mit neben dem Führenden und dann kriegst du dir 6. bist du noch geworden, ey. Och, Mann. Ich hab das Gefühl, dieses Rennen will mich einfach gerade ein bisschen manipulieren. Du darfst das Ding, nach dem Motto, du nicht, egal was ist, du darfst nichts gewinnen. Alle anderen dürfen es irgendwie gewinnen, aber du nicht. Geht mal bitte jetzt alle, geht mal bitte gerade ein bisschen auf den Sack, weil mir, aus dem Weg, weil mir gerade ein bisschen auf den Sack geht jetzt. Ich hab dich gleich überrundet. Na, was überrundet? Das ist ein Sprintrennen, du Idiot. Jetzt wisst ihr, wie ich zum letzten Mal auf den Senkel gegangen. So, ich bin jetzt erstmal wieder Erster. Weil jetzt, glaube ich, der Führende hat, glaube ich, gerade auch ein Ziel verpasst. Also den Checkpoint verpasst. Mal dran. Schön mit dem schöne Flügelchen ausbreiten und weiter geht's. Du wirst nicht lang davon bleiben. Du siehst ja schon wieder jetzt schon wieder dran. Dann fällt diese schwer Vierter. Ja. Ja, natürlich. Ich hab gesagt, dieses Event manipuliert mich. Das kann es noch nicht sein. Ich glaube, ich bin nicht Erster geworden, oder? Ich bin, glaube ich, nicht. Nee, ernsthaft. Ey, das ist doch zum Kotzen. Ich sage ja, dieses Event manipuliert mich. Nach dem Motto, egal wie viel Vorsprung du hast, wir machen, dass du nicht definitiv nicht gewinnen darfst. Du darfst nicht gewinnen. Ey, das ist doch nicht klar. Ich stelle mich doch so regelmäßig blöde an vom Ziel. Ich verpasse das Ziel, weil dieser scheiß NPC mir auf Eier geht.
weil mir da echt noch ein NPC in die komplett aus dem Konzept bringt. Ja, warte, wir müssen noch vorbei an dir. Ja, verpiss dich, du sicher. So, den habe ich schon mal weg wieder. Obi und Justicia habe ich weg. Wobei Obi schon wieder. Ah, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich brauche vier Versuche, weil ich mich so dämlich anstelle. Weil ich es irgendwie noch kurz vorm Ende verkacke. Ich will diese scheiße Wind doch einfach nur mal gewinnen. Egal wie viel Kilometer man Vorsprung hat, das ist am Ende scheißegal. So. Sag ja, irgendwas passiert immer da. Das kann durchaus passieren, wie gesagt, weil irgendwas kommt noch. Dann parkt da irgendwo noch ein scheiß Auto oder so. Irgendwas in der Richtung. Das war mir so klar. Da parkt doch noch mal ein scheiß Taxi, ich sag ja. Und jetzt kommen die noch vorbei. Komm. Ihr müsst. Nein, haut ab. Jetzt lass mich einfach jetzt einmal nur in Ruhe. Ich sag ja, dann parkt da hinten ein scheiß Taxi noch. Gott sei Dank habe ich das Ding diesmal gewonnen, ey. Boah, im fünften Versuch wegen so einer Kacke. Sag ja, das Spiel manipuliert. Sobald du irgendwas machst, manipuliert die Karre. Die Kohle nehmen wir mit. Wir haben es geschafft. Irgendwas haben wir denn doch noch gekriegt. So, was haben wir jetzt an der Hand? 12.000 noch was. So, dann haben wir hier oben nochmal die schwere 8. Das ist ein A-Event. Das würde ich gerne mitnehmen, das Ding da oben. Der nächste Kopf. Was ist denn heute ein Kopf unterwegs? Oder allgemein, was ist da denn, was ist da los? So, die schwere 8. Wie gesagt, das geht Geld komplett in den Eclipse rein. Nicht in den Eclipse, in den Dings. Wir fahren die schwere 8. Und nehmen Delray. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge erst wieder. Bis dahin. Tschüss.